Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Und diese Folge muss ich wirklich ziemlich kurz halten. Meine kürzeren Folgen waren ja in den letzten Tagen doch irgendwie immer, keine Ahnung, 20, 25, 30 Minuten teilweise lang. Aber heute muss ich wirklich ein bisschen kürzer treten, denn ich habe um 15 Uhr ein Vorstellungsgespräch und wir haben jetzt 11:30 und ich muss mich noch ein bisschen darauf vorbereiten, noch mal ein paar Sachen im Kopf durchgehen und dann müsst ihr mir Punkt 15 Uhr, wenn ihr diese Folge gerade guckt, quasi die Daumen drücken. Das ist auch der Grund, warum die letzten Tage zum Beispiel um 17 Uhr oder um 18 Uhr keine zusätzliche Verdun-Folge oder Robokraft oder sonst irgendwas kommt. Da habe ich momentan einfach keine Zeit zu. Ich war die letzten 4 Tage nicht zu Hause. Ich war immer unterwegs. Aber naja, fangen wir einfach mal an. Ich will nicht noch mehr Zeit verschwenden, indem ich irgendwie hier rumsabbel. Das hier ist übrigens nochmal der Flipper von letzter Folge. Komisches Teil. Aber für heute habe ich mir was überlegt. Es kann sogar sein, dass ich das quasi schon verwurste für die Freitags-Challenge. Aber heute ist eigentlich erstmal so ein Test, weil das auch schon mehrere Leute immer mal wieder angefragt hatten, ob ich mal sowas bauen könnte. Ich möchte heute ein Flugzeug mit extremer Spannweite bauen. Also wirklich extreme Spannweite. Und da fällt mir ehrlich gesagt als erstes mal nur ein Segelflugzeug ein, aber Segelflugzeug wäre mir jetzt persönlich für heute zu langweilig. Da müssen wir mal gucken, vielleicht. Ich weiß es noch nicht, wie es am Ende aussehen wird. Auf jeden Fall große Spannweite, kann ich jetzt schon sagen. Deswegen wird auch das ganze Flugzeug an sich wohl etwas größer werden. Weil sonst sieht es irgendwie strange aus, glaube ich. Aber ich baue das heute sehr, sehr einfach. Also ich werde jetzt hier heute keine Designpreise mitgewinnen. Ich will nur mal gucken, wie sich ein Flugzeug verhält, wenn das voll ewig groß ist. Aber wird schon irgendwie gehen, glaube ich. Ich versuche das relativ aerodynamisch zu machen. So, und jetzt kann ich da doch bestimmt schon so einen Nose Cone draufsetzen. Sie kann ich. Aber wo packe ich das Cockpit rein? Ich glaube, das versenke ich tatsächlich einfach. Ja, das versenke ich für heute. Und jetzt, weil jetzt immer wieder mal gefragt wurde, ich habe ja eigentlich gesagt, ich sag's nicht mehr, aber weil immer mal wieder jetzt gefragt wurde, wie man diese Teile versenkt mit Shift, WASD und Q und E. Aber da muss ich einfach sagen, Leute, ihr seid ein bisschen faul, muss ich sagen. Einfach mal in die Option geguckt, fertig. Und da steht das nämlich sehr gut sogar. Aber gut, ich bin ja auch da, um zu helfen. Ich habe zwar eigentlich gesagt, ich sag's nie wieder, aber wir sind ja mal nicht so. Also wie gesagt, Shift gedrückt halten und dann WASD, Q und E. Früher war das auf Numpad-Tasten, aber das hat sich mittlerweile geändert bei irgendeinem Patch. Und muss sagen, mit WASD und so ist es auch viel intuitiver. So, und wir fangen jetzt an, wieder hinten etwas schmaler zu werden. Ich glaube, das wird am Ende echt wie so ein Segelflugzeug ausfliegen, wenn ich mir das gerade mal so angucke. Aber muss ja nichts Schlechtes sein. Wir hatten, glaube ich, bisher ein einziges Segelflugzeug in dem Format hier. Das hatte mir ein Abonnent geschickt. Ich weiß gerade nicht, wer es war, weil das ist schon echt ein bisschen her. Es war, glaube ich, in einer der Folgen so um die 10 rum, Folge 10 oder sowas. Also schon ein paar Tage seitdem vergangen. Boah, wie windschnittig das ist. Das ist doch super. Wie weit kriegen wir das Ding noch rausgezogen? Ups. 05. Joa. Jetzt will ich aber mal kurz was gucken, wenn ich das hier alles noch so ein bisschen anhebe. Ich würde das gerne hinten so ein bisschen, sodass hier oben quasi eine gerade Kante ist. So, und
das hier noch. Jupp. Finde ich gut. Und hier, keine Ahnung, setze ich auch noch so einen Cone drauf. Einmal rumdrehen bitte. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Jetzt muss ich kurz überlegen. Bisschen Design werde ich aber noch machen hier heute. So einfach hier so eine Wurst, so eine lange, die will ich jetzt nicht einfach da so stehen lassen. Brauche ja noch irgendwas, wo ich das Fahrwerk irgendwie dran klatschen kann. Das mache ich jetzt mal mit so Teilen. Bisschen kleiner. Nee, nicht kürzer, kleiner. Jupp, ich glaube, das ist in Ordnung. 2,5, 2,5. So. Das kommt da dran. Oh, irgendwie komme ich gerade nicht mit der Kamera zurecht. Was ist da los? So, das versenken wir da rein. Das soll unten einen schönen Abschluss geben. Boah, Mann. Was ist denn mit der Kamera los? Irgendwie kann ich gerade nicht näher ranzoomen, warum auch immer. Müssen wir es halt so irgendwie machen. Eigentlich ist mir das ein bisschen zu hoch noch, der Block. Boah, und hier ist irgendwo ein Stück Plastik, wo mir sau auf den Sack geht. Muss ich mal wieder meinen Schreibtisch aufräumen. So eine Sache, die ich hasse, Schreibtisch aufräumen. Weil das Problem ist immer, wenn ich meinen Schreibtisch aufräume, finde ich die Hälfte danach nie wieder. Ich habe tatsächlich in den letzten, würde mal sagen, 2 Jahren, habe ich 2 USB-Sticks in meinem Zimmer verloren. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich glaube, die werden auch nie wieder auftauchen, was sehr, sehr ärgerlich ist. Aber so ist es, wenn man aufräumt. Ich finde danach nie was wieder. Ich hasse Aufräumen deswegen. Sehr sogar. Fuck, falsche Taste. So, das wird nochmal rein versenkt. Nach oben. So, ich will eine schöne Kante haben. Das passt. Und jetzt darf ich das nach vorne erweitern. Ja, darf ich. Vorne soll es jetzt schon mal zusammenlaufen. Aber eigentlich gar nicht so lange. Ich mach das auch noch mal ein Stück kürzer. Nach hinten. Dort nach hinten. Und da mache ich jetzt einfach noch einen kleinen Knick rein. Wow, falscher Knick. So ein Knick. Nein. Oh. Das muss jetzt einfach wieder nach innen gefahren werden und dann habe ich vorne einen Abschluss. Jupp. So was Ähnliches baue ich jetzt da hinten noch dran. Nur länger. Na. So. Das muss jetzt aber irgendwie noch ein bisschen angehoben werden. So ist gut, glaube ich. Das muss zusammenlaufen. Muss zusammenlaufen. Eigentlich könnten wir das noch... Nö, ich finde das okay. Nee, das ist okay, das lasse ich so. So, und jetzt muss der ganze Rotz rüber kopiert werden. Da werde ich auch in letzter Zeit immer mal wieder gefragt. STRG und M, liebe Freunde. Das ist kopieren. STRG und M. So, bleibt das jetzt alles schön an dem Ding pappen. Jupp. Sieht irgendwie ziemlich futuristisch aus. Kann mir nicht helfen. Aber eigentlich ganz geil. Was brauchen wir? Tragflächen sollten wir jetzt vielleicht langsam mal anfangen dran zu bauen. Lange, lange Tragflächen.
Ich werde dafür aber als erstes mal die Structural Wings benutzen. Das Ganze muss nämlich, glaube ich, echt stabil werden. So. Wahrscheinlich auch relativ breit, der ganze Spaß. So. Joa. So ein bisschen nach außen schon. Dann baue ich jetzt hier Primärwing dran. Ich brauche nämlich Steuerflächen in der Mitte und nicht irgendwo erst ganz außen. Ich sehe gerade, dass die Flügel irgendwie so ein bisschen nach vorne gehen. Das finde ich nicht so gut. Nee, das finde ich gar nicht gut eigentlich. So, so ist gut. Da müssen wir die Steuerfläche verändern. Das gibt die Rollfläche. Jupp. Dann nehme ich einfach die hier, pack die da dran. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe mal gelesen, das hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, wenn man mehrere kleine Flächen nimmt, ist das wohl stabiler als eine fette große. Deswegen teste ich das jetzt mal. Weiß gar nicht, bei wie vielen Metern sind wir gerade. Das ist schon eine ganze Menge, würde ich behaupten. Ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal so. Hängt das alles? Funktioniert das? Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Aber ich will, glaube ich, noch ein bisschen dran packen, dass ich hier quasi so einmal die Startbahn ausfülle. So. Mach das jetzt einfach mal noch ein Stückchen nach außen. Das sollte lang. So, und jetzt will ich mal kurz was testen. Wobei, nee, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Es ist zu spät. Ich wollte nämlich eigentlich hier noch so eine leichte Wölbung nach oben reinmachen. Aber egal. Das kommt jetzt noch darüber. Das, dann hebe ich einfach nur die Eckchen ein bisschen an. Ich glaube, ich muss das Profil noch ändern, ne? Oder? Ja, das muss ja alles semisymmetrisch werden. Sonst passt das nämlich nicht zu meiner... Ne, warte mal, ich kopiere das von drüben einfach rüber. Sonst passt das nämlich nicht zu meinem... zu meinen Steuerflächen. Das hier ist alles semisymmetrisch. Oder muss alles semisymmetrisch sein. So, ditte, ditte und ditte. Rüber kopieren. Gut, ziemlich große Spannweite, finde ich gut. Jetzt brauchen wir noch ein Höhenleitwerk. Alter, wie winzig das ist. Bin ich gar nicht gewohnt. So. Ich denke, so in der Relation ist das, glaube ich, ganz okay, wenn ich das jetzt so groß ungefähr mache. Schöne große Steuerfläche. Rüber kopieren. Und noch ein Seitenleitwerk. Und ich glaube, mit der Zeit komme ich dieses Mal halbwegs gut hin. Halbwegs. Wird wohl ein bisschen länger brauchen. So, das hier noch. Passt. Hier ist eigentlich der Schwerpunkt. Braucht vorne auf jeden Fall noch ein bisschen Gewicht. Brauchen noch einen Antrieb. Wobei, warte mal, ich will mal kurz was testen. Kann ich das eigentlich schon als Segelflieger benutzen jetzt? Warte mal, ich brauche vorne Gewicht. So, das müsste eigentlich schon super ein Segelflieger sein. Location, Final Approach.
Ach Mist. Jetzt haben wir hier wieder irgendein Rumgewackel drin. Aber es ist ein ziemlich guter Segelflieger. Warum habe ich jetzt hier so eine Wulst drin und da drüben nicht? Wahrscheinlich wieder beim Kopieren irgendein Fehler passiert. Boah. Okay, das Ding lässt sich so gut wie gar nicht drehen. Aber man kann Lubix mitfliegen. Gerade mal überlegen. Muss das mal ein bisschen umformen. Ach, mir hat jemand gesagt, man kann auch einfach Doppelklick drauf machen. Und derjenige hatte vollkommen recht. Wenn man Doppelklick macht, kann man auch einfach, kommt man dann einfach hier in das Menü rein. So, das hier muss weg, das hier muss da dran. So. Dort dran flanschen. Jetzt habe ich es doch wieder übers Menü gemacht. Ich den ganzen Flügel gerade noch mal rüber kopieren, nachdem ich das hier noch vergrößert habe. Hüstel Flügel killen, rüber kopieren. Jetzt kommt noch schnell Fahrwerk dran, also maximal 20 Minuten will ich heute machen, das wird wieder eine extrem knappe Kiste. Fahrwerk 1, Fahrwerk 2, Fahrwerk. Fahrwerk 3. Jetzt brauche ich noch einen Antrieb. Könnte man eigentlich fast hier noch so ein zwei fette Turbinen reinflatschen. Nein, nach vorne. Zur Seite. Nein, nach vorne. Dann hier diesen Dorn doch noch weg. Ich glaube, das mache ich auch. Das hier kurz rüber kopieren. Jetzt brauchen wir da vorne noch irgendwo Lufteinlässe. Dann sieht es doch gar nicht mal so kacke aus. So, Lufteinlässe. Sollten eigentlich zwei Stück lang. Der Schwerpunkt ist jetzt natürlich wieder ein ganzes Stückchen weiter hinten. Das heißt, vorne noch Fuel rein. Hier können wir noch ein bisschen Deadweight reinpacken in die Dinger. Schon müsste das Ding eigentlich wunderbar fliegen. Location, Wright Airport, und wir testen mal, wie schnell wir mit dem Ding hochkommen. Ist natürlich sauschwer, aber damit kannst du sauschnell starten, ey, allein durch die großen Tragflächen. Schönes Ding, ich finde das Design gar nicht mal so schlecht, außer dass das jetzt hier halt wieder irgendwas komisches immer an der Außenfläche von den Steuerflächen teil. Das zackt. Das muss ich vielleicht separat nochmal anbauen. So, jetzt dreht sich es auch etwas schneller. Aber es ist super wendig, ey. Außer halt die Drehung, aber das kommt halt durch die fetten Tragflächen. Schönes Ding, du. Mal was anderes. Kann man auch einfach als Segelflugzeug benutzen. Aber hier so auf und ab. Das ist echt krass. Kannst ja schon fast auf der Stelle fliegen. Aber wie gesagt, hier die Drehung, ey, die tötet einen. Die tötet einen. Massivst. Ich komme nicht immer mehr zum Flugplatz richtig zurück. Ich würde gerne eigentlich noch landen.
Aber hier das Ding zu drehen, alter Falter. So, jetzt bin ich gerade quasi nur noch im Segelmodus. Komm schon, noch ein Stückchen rüber. Und jetzt dreht sich's gar nicht mehr. Oh, muss noch ein bisschen mit dem Seitenruder ackern. Gut, dann lande ich dann halt auf offener Piste. Ist mir auch recht. So. Landen. Landen. Komm schon. Es quietscht. Es ist nichts kaputt gegangen. Ich würde sagen, es ist eine perfekte Landung. Sauber. Ja, sieht definitiv aus wie ein keine Ahnung, wie so ein Lastensegler. Und was nehmen wir heute für eine Farbe? Ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen. Ich bin echt ein Riesenfan von dieser Lackierung hier. Also es ist definitiv meine absolute Lieblingslackierung. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen oder was weiß ich. Gibt ja noch hier noch andere Videos. Macht's gut. Tschüssi.